Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Order 1886. Und diesmal habe ich das hinbekommen. Die Vorfahren der Halbblüter? Ein uraltes Volk in diesen unnatürlichen Zustand geboren. Nicht verwandelt wie die meisten. Sie sind nicht ausgestorben. Sie sollten nicht in der Vergangenheit von ihnen sprechen. Sie sind unter uns. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben in dieser Höhle. Was das hier auch immer ist. Irgendein Abbaugedöns. Okay, hier brauchen wir... Müssen wir den Weg frei machen? Wir machen den Weg frei. Die Stützstruktur ist eingestürzt. Hier! Oh, wie ritterlich. Ich habe in Jehansi gegen sie gekämpft. Die Vereintes Indien-Kompanie ist ihr Vertreter. Wenn sie so sicher sind, zeigen sie mir Beweise. Warum musst du dir das hochheben? Man hätte hier unten rechts vorbeigehen können oder man hätte hier auch drüber steigen können. Das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Meines Erachtens. da haben wir schon wieder was wir uns angucken können. Das Problem ist, es ist gerade relativ hell. weil wir haben 3.10 Uhr, also nachmittags. Und ja, es ist hell draußen. Und das ist jetzt hier ein bisschen... Allgemein ist das Spiel ja recht dunkel gehalten, aber das ist jetzt hier gerade... Bisschen blöd, weil es ist extrem dunkel. Was haben wir denn hier? Was können wir uns hier angucken? Das Tunnelsystem dehnt sich aus. Better Thames. A better London of tomorrow. Support the new Black Friars Tunnel. Bring London together. Okay. Das ist schön. Nichts auf der Rückseite. So. Jetzt können wir hier auch mal wieder ein bisschen rumgucken, weil irgendwie das letzte war jetzt nicht so viel, was mich da interessiert hat. Aber hier können wir jetzt ein bisschen rumgucken. Zusammen müssten wir das bewegen können. Railroad, bla bla. Ja, zusammen. Ich bin soweit. Gut. Schön, dass du mithilfst. Die Piff-Puff ist so riesig, ne, wenn man das so vergleicht. Ist fast genauso lang wie der ganze Oberkörper von unserem Herrn hier. Fertig? Hier lang. Ja, ist ja gut. Genau, hier gibt es noch einen... Das sieht nach einem Döschen auf, was wir uns anhören können. Ja, ein Döschen für uns. Die Anarchisten, 16.10.86. 16.10.86. In den letzten Tagen hat sich mehr ereignet und verändert, als London es seit Jahren erlebt hat. Die Zeitungen schreiben vom Abschuss der Agamemnon als terroristischen Akt. Dafür gibt es Beweise. Allerdings haben die Zeitungen noch nichts über die Anwesenheit von Rittern auf dem Luftschiff erwähnt. Die Regierung hat diese Information klug zurückgehalten, wenn auch auf Druck des Ordens hin, wie wir annehmen. Uns wurde bestätigt, dass einer der Iren bei dem Vorfall ums Leben kam. Ein Sebastian Mallory, der den Spitznamen Percival trug. Wie es bei ihnen üblich ist, wird der Rat der Ritter keine Zeit verlieren, den leeren Platz am Tisch neu zu besetzen. Ich bin fast sicher, dass der Nachfolger Mallorys Lehrling sein wird, der jetzt berühmte Marquis de Lafayette. Das könnte in Anbetracht seiner Vergangenheit gut für uns sein, denn er scheint unsere Anliegen zu teilen. Es wäre wohl weise, ihn für uns zu gewinnen, bevor zu viel Zeit vergeht. Aufgrund der Vertraulichkeit dieser Neuigkeiten dürfen sie mit niemandem außerhalb der Gruppe geteilt werden. Aha. Ich fand das auch lustig, letztens als Lafayette dann wirklich... Wie nennt man das zum
ja, Ritter geschlagen werden, nennt man das so? Also, ich weiß, dass es diesen Ausdruck gibt, aber ob das jetzt hier so der Fall ist. Ja, auf jeden Fall. diese elendig langen Namen, den der Typ da hat, ne? Da ist der Ausgang. Halt. Halt. Hier ist jemand. Ja, du sollst... Halt, hast du gesagt, und läufst weiter. Das ist schön. Komm, lauf mal schneller. Still. Soll ich abknallen, oder was? Also, ich darf nicht zielen. Da müssen wir hier drüber. Schnell, in Deckung! Wer ist da? Das hier ist Privatbesitz! Oh, ich wusste es doch. Hab mich in den Tunnel verirrt. Wer sind Sie? Ein weiterer Verirrter in dieser höllischen Stadt, wie mir scheint. Dürfte ich wohl fragen, wo bin ich? Black Wall Werft! Vereintes Indian Docks! Oh, definitiv nicht, wo ich dachte. Tja, gehen Sie dahin zurück, wo Sie herkommen. Zurück durch die Tunnel? Oh, wäre doch vielleicht einfacher, die Straße zu nehmen, finden Sie nicht? Hauen Sie ab, los! Keine Sorge. Er ruht sich nur aus. Obwohl ihm sein Kopf wohl noch etwas wehtun wird. Das war lustig. Ein bisschen. So. Looten können wir den guten Mann nicht. Sehen Sie, da ist die Straße. Ich meine, hier wird noch irgendwo was rumliegen. Ich glaube, das liegt aber weiter. Die Stadt baut das Flussufer aus. Das war hier irgendwo auf hier der ist ein Weichenstellhebel für die Gleise. Da war irgendwie eine Werkbank oder sowas. Da lag irgendwo... Da! Ah. Ein Hammer. Die gehört S. Lawton. Ein Holzhammer. Die gehört... Und die Hammer? Oder hat das Ding noch einen anderen Namen? Boah, Alter, wasch dir mal die Hände. So sah ich in unserer Mottowoche aus, wo ich mein komisches Kostüm da anhatte. Mein Endzeitkostüm. Da habe ich mich nämlich morgens eine halbe Stunde lang dreckig gemacht. Mit Wasserfarbe. Sah ganz gut aus. Weil ich hatte keine vernünftige Farbe mehr, so, womit man sich anmalt. Da habe ich einfach Wasserfarbe genommen. So aus dem Farbkasten halt, ne? So, und jetzt Schiebung, oder was? Schiebung! Was steht hier? Smoking strictly prohibited. By Order J. Potts. Wie heißt das? Harbor? Harbor heißt es. Pearl Harbor, ja. Harbor Master and Building Manager. Helfen Sie mir mal. Ja, Madame, wo bleiben Sie? Na, Dankeschön. Hallo? Bereit. Ah. Muss ich erst noch die Haare machen, oder was? Nur noch ein Stückchen. Ich mag dieses komische Kleidchen, was die anhat. Irgendwie. Das gefällt mir. Okay, stopp. Von hier müssten wir raufklettern können. Gute Idee. Es führt einen Weg hinüber. Immer die ganze Vogelscheiße hier, ne? Ich bin gar nicht da oben hingegangen, als ich durchgespielt habe. Kann man da hin? Nee. Schade. Ich dachte, man könnte da hin. Das wäre schön gewesen, aber nö. Da können wir auch nicht hin. Weiter. Und passen Sie gut auf. So. Dann gehen wir hier hin. Ich
Geben Sie mir die Hand. Okay, hier gibt es, glaube ich, gleich einen Scharfschützen. Wenn ich mich recht entsinne. Aber hier sind Poster. Dobbins. Medicated. Toilet Soap. Mhm. Nee, nicht schnell. Ich komme gleich erst, wenn ich mir das angeguckt habe. Ich dachte, es wäre Musik, aber das war nur irgendwas, was gequietscht hat. Ja, ist ja gut. Lass mich doch erstmal gucken, ey. Tut mir leid, wenn ich das erste Mal hier bin. Gut, das zweite Mal. Yo, ist doch. Ich gehe erstmal hier hoch. Vielleicht ist hier noch irgendwas, aber ich glaube, wir müssen im Nachhinein hier hoch. Hier lang. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich hin. Ja. Ich schließe das Tor von innen auf. Hier, ich helfe Ihnen. Schnell, früher oder später kommt hier eine Patrouille vorbei. Nur noch einen Moment. Scharfschütze! Jo. Scharfschütze, ne? Aber jetzt dürfen wir auch schießen. In Deckung bleiben! Ich versuche, den Scharfschützen zu erreichen! Sehr gut. Wo ist der denn? Oder war das nur der eine? Gut, dann gehen wir mal hoch. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Müssen wir doch hier hoch. Hier oben, auf dem Dach. Der Typ ist hinter dem Tor. Nagelt ihn fest. Das läuft ja heute mit dem Schießen ganz gut. Also noch. Hier irgendjemand? Nö, hier ist keiner. Ja, kann ich auch so rumlaufen. Erstmal die Granate mitnehmen. Ich benutze eigentlich so gut wie nie Granaten hier im Spiel. Eigentlich nur noch, wenn es nicht mehr anders geht. Ach, da unten. Wir können eigentlich mal wieder unser tolles Dings nehmen. Wie ging das nochmal? Wie switch ich denn rüber? Ich sollte mir vielleicht eine andere Waffe holen. Ich dachte, wir hätten noch eine dabei, aber wir haben nur Piff-Puff. Dann nehmen wir hier das hier. Rüber. Wow. Habe ich geschossen? Kompaniemann getroffen! Das war dann aber nur aus Versehen. Stehe unter Beschuss! In Deckung bleiben! Die Straße ist frei! Passen Sie auf, ich kümmere mich um den Scharfschützen! Da habe ich mich dann gerade ein bisschen erschrocken. Ich hoffe mal, dass es nur durch mich runtergefallen ist, nicht, dass hier irgendjemand wieder rumläuft. Granate. Ja, ich glaube, das kann ich. Dankeschön. Was ist das? Das sieht nach Munition aus. Ja.
Sonst noch irgendwas? Nee, hier ist sonst nichts mehr. So, hol dich. Dankeschön. Das war's ja mal mit dem guten Ziel, ne? Aber können wir das hier mit auch machen? Okay. Dann nimmt er auf jeden Fall seine Piff-Pack. War's das?